Ja. Bei der hier kannst du übrigens auch auf 1.2 fotografieren. Die Bilder sind trotzdem echt scharf. Okay. Also trau dich. Moin. Ich bin immer noch heiser, aber ich bin auch immer noch auf dem Dom hier mit Flo und wir versuchen jetzt einfach Linsen zu tauschen. Ich gebe ihm jetzt meine 35 mm und selber benutze ich jetzt die 70 bis 200. Ja, das Ding wiegt ein bisschen mehr. Achso, warte, ich pack nochmal schnell meine Linse aus. F2.8, sonst würde man wahrscheinlich bei den Lichtverhältnissen nachher ein bisschen aufgeben müssen. Ja, meine Linse ist trotzdem recht hoch. Na, sehr, sehr. Ist dann so. Aber sieht cool aus. Okay, machen wir da. Oh nein, wollen wir nicht. So eine lange Linse gibt echt andere Perspektiven, besonders bei meinem Tunnelblick. Ja, wie gesagt, lass das Ding einfach auf 1.2, vertrau mir. Ein 1.2 Objektiv hast du so schnell nicht wieder auf der Kamera. Deswegen, ich hab nachher noch mal 1.8 nehmen, aber keinen Sinn. Warte. Fragt nicht, was ich hier vorhatte. Ich glaube, ich hatte noch mein 35er Sichtfeld, sozusagen. Das könnte richtig geil aussehen mit dem Blumenfilter. Ja, genau. So, da mal jemand vorbeifahren, würde ich. Ja. Sehr gut. Alles gut. Ihr seid gar nicht drauf. Wir zoomen ein bisschen näher ran hier. Dann da aktiviert, ich denke. Deswegen, also wenn du zum Beispiel seitlich oder Sachen an der Seite fotografieren willst, dann kannst du halt den Fokuspunkt dahin stellen und dann ist das ein bisschen einfacher. Also er zoomt bei dem Bild übrigens immer dahin, wo der Spot ursprünglich war, weil als du das Foto gemacht hast. Okay, dann weiß ich also schon mal, wo die Schärfe liegt. Genau. Warte, bleib stehen. Da müssen wir näher ran, dann hast du mit dem Filter mal ein bisschen mehr Spaß. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Na komm, dreh dich. Tut mir übrigens leid, falls jetzt hier gerade ein Epileptiker umgefallen ist, aber dieses Flackern, das kommt durch den Shutter Speed von meiner Actionkamera und aus irgendeinem Grund gibt es mal welche mit 50 und mal welche mit 60 Hertz. Also sehen hier einige normal aus und einige flackern total. Was denn? Hier kommt der erfolgreichste Musikdrop aller Zeiten. Haha, überbelichtet. Scheiße. Ja, aber ich glaube ich auch. Wobei die. Ja. Oh ja. Oh, episch. Warte, jetzt sehe ich gar nichts mehr. So, hier hat Flo ein Bild geschossen, als ich gerade aus dem Nebel rauskam. Oh, das ist halt geil. Gott, das ist ja richtig geil. Ja, aber denn? Nee, das, wo ich gerade so frisch aus dem Nebel komme. Aber da war jemand vor. Aber da fliegen die Haare so richtig schön hoch. Wenn jemand mit langen Haaren fit ist, oder?
Da kommen welche. Ja, Lumina wollte ich auch mal ausprobieren. Das ist, glaube ich, schon ganz cool, aber gefühlt ist es umständlicher teilweise. Okay. Das finde ich cool. Achso, bist nicht drauf, alles gut. Aber wenn du ein Porträtfoto haben willst, kann ich gerne erst machen. Gut. Habe im Edit erst gesehen, dass ich den zwischen den beiden Herzen da gerahmt habe. Ich meine hier ein paar Leute.
mal dafür. Also alle, die schneller wollen, machen mal. Die Hände nach oben, Hände nach oben, schneller will, hätte es eine gute Idee, oder? Und dann kommt mal her, Kinder, dann bringt man von euch mal ein bisschen Schwung in die Bühne. Das ist wieder mal typisch mein Tunnelblick, ne? Da passiert eine so geile Szene hinten und ich fokussiere mich die ganze Zeit nur auf den Typen da vorne. Richtig heftiges Licht gerade. Ja, vergiss es, jetzt wird es zu schnell hier. Ja, duckt euch alle, genau. Hier sind die letzten Bilder für dieses Video. Ich musste meiner Verteidigung sagen, mit einer 70-200 ist diese ganze schnelle Szene echt schwer. Aber ich habe ganz am Ende noch ein richtig geiles rausgehauen. Das finde ich auch schon ganz cool hier. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dreht euch mal fleißig weiter.